So, einen wunderschönen guten Morgen. Zunächst wieder kurz der Risikohinweis. Und dann geht es auch gleich zum DAX. Gestern wäre eigentlich das präferierte Ziel oder war das präferierte Ziel, dass eben mit der Schwäche des Nasdaqs der DAX noch die 9850 anlaufen soll, hat er dann leider nicht gemacht, ging dann über den Buy-Trigger hinweg und erreichte heute früh vorbörslich exakt dann eigentlich das dritte Kursziel von 10.136 im normalen Handel, also Xetra-Handel. Hat der DAX bislang nur die 10.103 Marke erreicht. Von hier gab es dann wieder, wie fast immer an den Marken bislang, einen bärischen Abprall. Und der DAX ja, hat fast 100 Punkte verloren. Und aktuell kommt eine leichte Kaufwelle wieder herein. So, was ist jetzt nun das Plausibelste im DAX? Sollte der DAX das heutige Hoch nicht überschreiten, könnte man hier eine fertige Impulswelle fertig zählen. Hier aber die letzte Welle könnte sich im Prinzip nach oben noch ausdehnen. Aber sollte eben hier das Hoch jetzt schon erreicht werden, kann man über die Fibonacci Retracement neue Einstiege halt suchen, wenn die komplette Welle korrigiert wird. Oder nur nicht die komplette, aber die komplette Welle eingezeichnet und auf das 50er Retracement würde ich nicht setzen, sondern eben maximal nochmal versuchen, einen Einstieg bei 9.830 Punkten. Möglicherweise wird der DAX auch nicht mehr unter die 9.950 Marke fallen. Ist im 1-Stunden-Chart die Wolkenunterkante und eben das damalige Ausbruchslevel. Schauen wir mal kurz im 4-Stunden-Chart. Ja, hier ist eben auch unten noch die präferierte Rainbow-Marke. Also alles, was unter 9.800 25 geht, wäre ja dann nicht mehr sehr dynamisch. Schauen wir kurz zum Euro noch. Hier gab es eben gestern den Ausbruch aus der Box. Da habe ich ja erwähnt, dass der Ausbruch wahrscheinlich erstmal nicht signifikant sein wird. Da hatte ich dann recht. Lief aber dann eben heute früh dann doch noch an das Minimumkursziel von den 1,1350 heran. Und auch wieder hier prallte er leicht nach unten ab. So, noch kurz zum US-Dollar-Index. Der taucht jetzt wieder in die Unterstützungszone ein und steht eben knapp vom Verkaufssignal. Das würde natürlich den Euro-US-Dollar beflügeln. Das australische Dollar-US-Dollar-Setup ist ja gestern, habe ich schon gestern vorgestellt oder zweimal kurz vorgestellt, ist jetzt über die Ausbruchsmarke signifikant nach oben ausgebrochen. Und sollte eigentlich das Kursziel von 0,75 US-Dollar anlaufen. Allerdings wäre jetzt ein Rücksetzer bis 0,72 nichts Ungewöhnliches, um dann erst nochmal die nächste Welle zu starten. Also wäre. Ich werde auf jeden Fall auch hier
einen erneuten Einstieg bzw. den Einstieg suchen und den Stopp kann man auf diesem Level erstmal lassen. Also alles, was im Tageschart unter die Wolkenunterkante geht, wäre nicht extrem negativ, aber erstmal negativ und da würde ich dann meine Position wieder verkaufen. So, kommen wir noch ganz kurz zu der Volkswagen AG. Die ist gerade im Stundenchart immer noch zwischen dem EMA 200 und dem EMA 38 eingeschlossen. Ja, Nachhals in Bruch, ja, auf Stundenbasis des EMA 200 könnte man nochmal spekulativ eine Long-Position eingehen mit einem engen Stopp an das letzte Verlaufstief. So, das war's erst einmal. Am Nachmittag werde ich mich nochmal zurückmelden. Allen bis dahin einen erfolgreichen Handelstag.